War doch immer so. Ja, sehen Sie mal, Sie sagen, das ist alles Rhetorik, so ist die Politik. Es geht um die Frage. So ist Europa. Jeder kommuniziert zu Hause seine Siege. Das war schon immer so. Ja, wenn es ein Sieg ist, habe ich nichts dagegen. Wenn eine 0-1-Niederlage zu einem 5-0-Erfolg macht, dann habe ich die Frage, ob das wirklich glaubhaft ist, ob die Personen glaubwürdig sind. Ja. Und ich will noch mal... Den Applaus haben Sie verdient, aber das zeigt eben auch, darum geht es in Europa, dass jeder zu Hause seine Wahlen gewinnt. So, lassen Sie dem Varoufakis... Ist die Frage, mit welchen Mitteln? Für die Älteren im Raum, die können sich noch an die Frage von Frau Will erinnern, die sie vorhin gestellt hat. Genau. Warum nicht Begeisterung über das Papier? Die Texte sind sehr mehrdeutig. Ich will nur einen einzigen Punkt. Ja. Ich habe dem ersten Paket zugestimmt. Ich frage, ob das der Fehler war, die Zustimmung. Das ist die Frage. Unter anderem steht darin in diesem Papier, umgesetzte Reformen werden nicht rückabgewickelt. So weit, so gut. Was ist denn mit den Reformen, die beschlossen worden sind, aber nie umgesetzt worden? Das wird bewusst nicht beantwortet. Griechenland wird sagen, das entscheiden wir selber. Uns sagt man, nee, ist ganz klar, dass diese Reformen auch umgesetzt werden. Diese Mehrdeutigkeit stört mich. Und wenn ich sage, was ist damit gemeint, dann wird mir gesagt, das ist damit gemeint. Wenn ich frage, warum steht das nicht, da wird mir gesagt, ist alles ganz schwierig. Die Griechen sehen das so. Wir haben einen griechischen Text, wir haben einen englischen Text, wir haben einen deutschen Text, über den wir abstimmen. Alles sehr auslegungsfähig. Wissen Sie, wenn es nicht um so gigantische Milliardenbeträge gehen könnte, dann könnte man auch sagen, mit Ihnen, so ist die Politik, so ist Europa. Ich sage Ihnen, und ich glaube, das sehen Sie doch auch, die Lücke zwischen Wählern und Gewählten wird immer größer. Wir leiden unter einem enormen Vertrauensschwund. Alle Parteien, alle Politiker. Und dieses verloren gegangene Vertrauen gewinnen wir nicht durch Tricksen, Täuschen, Tarnen zurück. Also, Herr Bosbach, Sie stimmen mit Nein am Freitag. Sie haben am Montag, haben Sie gesagt, und das klang sehr, sehr traurig, wenn ich es richtig verstanden habe. Da haben Sie gesagt in der Rheinischen Post, jede Abstimmung ist auch eine Frage der Solidarität mit der Bundesregierung. Und ich will nicht immer die Kuh sein, die quer im Stall steht. Und später haben Sie gesagt, ich überlege persönlich, wie es weitergehen soll. Was heißt das? Das heißt, dass ich bei der Einführung des Euro schon dabei war. Ich weiß, was wir den Menschen bei der Einführung des Euro versprochen haben. Es ging immer nur um eine Währungsunion, nie um eine Haftungsunion, nie um eine Transferunion. Mit jeder Entscheidung gehen wir weiter in Richtung Transferunion. Die EU sollte das werden, aber nie die Eurozone. Zweitens, es ist doch klar, das ist doch ein unglaublicher Spagat, den man da machen muss. Auf der einen Seite geht es um die Sachfrage, die kann man so beantworten oder anders. Aber für ein Mitglied einer Regierungspartei heißt das doch immer, stimmt er gegen oder mit der Kanzlerin? Stimmt er gegen oder mit dem Finanzminister? Ich werde jeden Tag, auch heute wieder, gefragt, warum stimmen Sie am Freitag gegen Frau Merkel? Ich stimme nicht gegen Frau Merkel, sondern ich bleibe meiner Überzeugung treu und dem, was ich den Wählern selber bei der Einführung des Euro gesagt habe. Und diesen Spagat, den möchte ich nicht länger machen, auch weil ich weiß, das ist jetzt eine politische Überlegung, aber so ist es. Es kommt doch auf meine Meinung, meine Haltung überhaupt nicht mehr an. Es muss doch niemand auf diejenigen Rücksicht nehmen, die eine andere Meinung, eine andere Überzeugung haben. Die Mehrheit der Großen Koalition ist so groß. Ich weiß doch, dass ich mit der ganzen Arbeit, mit dem ganzen Aufwand, den ich betreibe, überhaupt nichts ändern kann. Aber warum trifft es Sie denn? Nein, warum trifft es Sie denn so, Herr Bosbach? Ich verstehe das noch nicht bis ins Letzte, weil Sie sind wirklich ja ein absolut gewiefter, geübter Bundestagsabgeordneter. Sie wissen selbstverständlich, dass Sie an verschiedenen Fragen schon mal im Spagat gestanden haben zum Rest der Fraktion. Warum plagt es Sie jetzt so? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir am Freitag nicht die letzte Entscheidung über Griechenlandhilfen haben werden, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es immer weitergeht. Und ich habe das Gefühl, Frau Will, ich sitze in einem Zug, in dem ich nie sitzen wollte. Die Richtung wollte ich nie einschlagen. Ich kann das Tempo nicht verändern. Ich kann die Richtung nicht verändern. Es ist egal, wie ich mich anstrenge, was ich mache, wie ich argumentiere. Man verliert natürlich seinen Einfluss, weil die Mehrheit so groß ist,
dass es auf 10, 20, 30 überhaupt nicht mehr ankommt. Und da kann man natürlich sagen, Mensch, du bist doch 43 Jahre in der CDU, du bist 20 Jahre im Bundestag, du musst doch so ein dickes Fell haben. Mir fällt es schwer, gegen die Kanzlerin zu stimmen, weil ich einen riesen Respekt vor ihrer Arbeit habe. Mir fällt es schwer, gegen die eigenen Kollegen zu argumentieren. Ich melde mich ja schon in der Fraktion nicht mehr, weil ich weiß, was die denken. Ach du liebe Zeit, jetzt redet der schon wieder gegen die Fraktion. Und vielleicht hat der sogar recht, dann wird's ja ganz schlimm. Glauben Sie nicht, dass ich der Einzige bin, der so denkt und mit Nein stimmt? Was meinen Sie, wie viele Kollegen es gibt, die sagen, Junge, du hast ja recht, aber tu es nicht, stimm mit der Partei, stimm mit der Kanzlerin, ersparst du dir viele, viele Ärger. Aber für mich ist das Entscheidende, also, morgens in den Spiegel gucken, geraden Weg gehen, dass die Leute sagen, dem können wir vertrauen, der macht, was er sagt. Das ist für mich wichtiger als alle parteipolitischen Regelungen. Also, aber das heißt doch dann im Grunde genommen, Herr Bosbach, dass wenn im Juni zum Beispiel über ein nächstes Hilfspaket abgestimmt werden soll, dann heißt das doch für Sie, dass wenn Sie jetzt empfinden, den Spagat nicht mehr gehen zu wollen, auch nicht mehr aushalten zu wollen, dass Sie rausgehen aus dem Bundestag. Ich überlege in den nächsten Monaten, ich habe ja noch 4 Monate Zeit, wie ich mich dann verhalte. Auf der einen Seite ist das, was Herr Schatzi-Makakis vorhin gesagt hat, ja richtig. Ich habe fast 59% im Wahlkreis, das gab es noch nie. Da will man die Leute nicht im Stich lassen. Aber ich möchte auch nicht ständig irgendwie gegen meine Überzeugung antreten müssen. Ich möchte meiner Linie treu bleiben. Ich lasse mich auch nicht unter Druck setzen. Frau Will, Sie sind die Erste, der ich Bescheid sage. Das habe ich allen anderen auch versprochen. Also auch da bin ich zuverlässig. Ja. Muss man Respekt vorhaben. Aber so geht es jedenfalls ich, nicht weiter. Das ich Respekt mein lieber Wolfgang. Ich frage mich nur, würde Herr Bosbach so argumentieren, wenn es auf seine Stimme ankäme? Ich wenn, also, gute Frage. Das würde ich gerne wissen. Gute Frage. Ja. Frage. Da ist sie nämlich schon mal drauf angekommen. Es hat ja schon einmal den Versuch gegeben, die sogenannten Abweichler auf Linie zu bringen. Das war zu Zeiten der Koalition mit der FDP. Da kam es ja auch auf meine Ihre Stimme alte an. Partei, Sie meine, erinnern aber sich? Heute, Partei, ich erinnere mich. Heute haben wir doch eine viel größere Mehrheit, also kommt es auf Einzelne überhaupt nicht mehr. Ja, aber auch damals hat die SPD natürlich mit dem Griechenland-Paket gestimmt. Also, es kann sich auf Ihre Stimme an. Mich würde interessieren, wenn es wirklich auf Ihre Stimme ankommt. Nein. Moment. Damals ging es auch um die Frage, ob die Regierung eine eigene Mehrheit hat im Deutschen Bundestag. Die Parlamentsmehrheit stand ja nie in Frage. Aber die eigene Mehrheit war schon wichtig. Und manches ist auch kurios. Wissen Sie, da wird immer eingeblendet, Bosbach-Euro-Rebell. Ich bin doch kein Rebell. Früher warst du Rebell, wenn du eine revolutionäre Bewegung angeführt hast. Heute bist du ja Rebell, wenn du bei deiner Meinung bleibst. So ändern sich die Zeiten. Herr Friedrich, ist es leichter?